wichtig, dass es uns gut geht. Es ist aber auch wichtig, dass es anderen gut geht. Und nur gemeinsam kommen wir weiter. Für den Frieden. Sie dürfen lächeln, auch wenn das Thema ernst ist. Nicht lächeln? Dann schenke ich Ihnen ein Lächeln. Shalom und Salam. Schweigen Sie weiter. Bitte schweigen Sie weiter. Grüße aus Gaza. Bitte schweigen Sie weiter. For the peace, now, everywhere. Break your silence. Können gerne mal vorkommen. Hier gibt es Postkarten. Vielleicht erklärt sich das, was wir machen. Kann ich nur vorschreiben, wie ich rumzurennen habe. Mit Kopftuch gibt's Ärger, ohne Kopftuch gibt's Ärger. Haben wir doch nicht alle das Recht, jeder zu tragen, was er möchte? Bringt ihr das nächste Mal ein Grundgesetz mit? Es lohnt sich immer durchzulesen. Wir haben hier da vorne auf dem Boden eine App gemalt, die ist kostenlos, die ist für Frieden. Die können alle mitnehmen. Die schwimmt nicht rosa, rosa, rosa. Für den Frieden, Waffen nieder, jetzt und überall. Grüße aus Gaza, aus Syrien, aus der Ukraine. Oder sonst woher. Kannst du mir bitte die Leute aufnehmen, die komisch sind? Ich brauche wirklich einen Applaus. Die Seite www.waffen-nieder.de. Von wem ich bezahlt werde? Von niemand. Ich gehöre keiner Partei an, keiner Organisation und werde auch von niemandem bezahlt. Auch einfach ein Stück weißes Tuch aus dem Fenster hängen. Das ist ein Zeichen für Frieden. Und wenn aus alle Fenster ein Stück weißes Tuch hängt, vielleicht ist es dann sichtbarer. Vielleicht trauen sich dann auch ihr Nachbarn, das zu tun. Lautstärke, okay? Was in Gaza derzeit passiert, empört mich nicht nur, bestürzt mich nicht nur. Das lässt mich kurz vom Rasen. Und ich lächelt euch immer noch an. Lasst uns das Schweigen brechen. Nur mit unser Schweigen ist das alles möglich, was global an Kriege und Zerstörungen passiert. Respektiere und akzeptiere jede Religion. Ich bin für Palästina und Israel. Für eine Zwei-Staaten-Lösung, für den Frieden. Grüße aus Gaza. Zusammen raus für den Frieden. Kein Krieg, nirgendwo. Grüße aus Syrien, aus Gaza, aus Israel, aus der Ukraine, aus Argentinien, aus Korea. Wir sind zwar hier in Europa, aber ich weiß, dass auch in den osteuropäischen Ländern viele Minderheiten verfolgt werden. Und wir sagen auch dazu nein. Wir schämen uns, wie das Europäische Parlament mit Minderheiten umgeht. Ihr wisst nicht, was es ist?